Władysław IV. Vasa war ab 1632 als gewählter König von Polen und Großfürst von Litauen, der Herrscher des Staates Polen-Litauen sowie Titularkönig von Schweden. Er war ab 1610 erwählter Zar von Russland und nach seiner Verdrängung durch Michael Romanow ab 1613 bis 1634 Titularzar von Russland. Władysław entstammte der Dynastie der Vasa und war auch Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies. Königliche Titulatur. Titulatur auf Latein. Vladislaus Quartus Daigreische Rex Polonie, Magnus Rux Lithuaniae Range Prusie, Masovie, Samogesie, Lvoniequo, Smolinsche, Severie, Chernichovieco, Necnun Sycorum, Gothorum Vandalorum Querher Editarius Rex Electus Magnus Dux Moschovie. Anführungszeichen Punkt. Deutsche Übersetzung Władysław IV. Durch Gnaden Gottes König von Polen, Großfürst von Litauen, RUS Preußen, Masowien, Samogizien, Livland, Smolensk, Severien, Tschernichau. Ebenso Erbkönig der Schweden, Goten und Vandalen, erwählter Großfürst von Moskau. Leben Władysław war der Sohn von König Sigismund III. Vasa und der Erzherzogin Anna von Österreich-Steiermark. Er war ein Befürworter kriegerischer Auseinandersetzungen, wobei er sich von dem pazifistisch eingestellten Adel entfernte. Er erhob Anspruch auf die schwedische und russische Krone und versuchte, diesen mit Waffengewalt durchzusetzen. Anspruch auf die Zarenkrone. Władysław stieß im Herbst 1617 während des polnisch-russischen Krieges 1609 bis 1618 auf die russische Hauptstadt Moskau vor, wobei er von Verbänden der Saporodscher Kosaken unterstützt wurde. Da Russland eine erneute Belagerung von Moskau vermeiden wollte, wurde nach harten Verhandlungen 1618 der Vertrag von Dolino geschlossen, der für 14,5 Jahre Frieden und die de facto Anerkennung der Regentschaft von Michael I. Romanow brachte. Unmittelbar nach Ablauf dieser Frist, sein Vater starb 1632, wurde Władysław zum König gewählt und kämpfte sich in innerhalb von 2 Jahren, während des russisch-polnischen Krieges 1632 bis 1634 um Smolensk, in eine überlegene Position, aus der es ihm 1634 gelang, den ewigen Frieden von Polanow mit Moskau zu unterzeichnen und Smolensk überlassen zu bekommen. Am Abend vor der Unterzeichnung wurde von russischen Gesandten ein Geheimartikel unterschrieben, der Moskau angeblich zur Zahlung von 20.000 Rubel an Polen für die Abtretung der Stadt Serpeisk verpflichtete. In Wirklichkeit ging es hierbei aber um den Verzicht des Zarentitels durch Władysław Anspruch auf die schwedische Krone. Władysław war Erbkönig von Schweden. Seine Ansprüche auf den schwedischen Thron waren oft Gründe für Streitigkeiten und Kriege zwischen Polen und Schweden. Dies brachte Polen enorme wirtschaftliche Verluste ein, vor allem als die Schweden im Verlauf des schwedisch-polnischen Krieges 1600 bis 1629 zwischenzeitlich einige Küstenstädte übernahmen. Um die Macht im Baltikum zu festigen, baute er eine Flotte. Als Teilnehmer am Osmanisch-Polnischen Krieg 1620 bis 1621 hatte der König auch einen großen Krieg gegen das Osmanische Reich geplant, was allerdings auf entschiedenen Widerstand des Adels traf. Kosakenaufstand und Tod. Während der Herrschaft von Władysław verschlechterte sich die Lage in der Ukraine. Die Magnaten häuften dort ihr Vermögen und unterdrückten das Kosakenvolk. Ab und zu kam es zu Aufständen der Kosaken, die sehr hart bekämpft wurden. Die wachsende Unzufriedenheit führte im Jahre 1648 zum großen Kosaken- und Bauernaufstand unter der Führung von Bohdan Chmielnicki an der Spitze im Bündnis mit dem Khanat der Krim, der polnischen Ritterschaft viele Verluste zufügte. Ein paar Tage nach dem Aufstand starb König Władysław. Ehe und Familie. In der ersten Ehe war er mit seiner Cousine Erzherzogin Cecilia Renata, Tochter von Kaiser Ferdinand II., verheiratet. Es war eine sehr unglückliche Ehe, 2 Kinder starben im Kindesalter. Unmittelbar nach der dritten Geburt, einer Totgeburt, starb auch Cecilia. Im politischen Leben König Władysław spielte seine zweite Frau eine große Rolle, die Königin Marie-Louise von Nevers-Gonzaga, die für das gute Verhältnis mit Frankreich sorgte und sich für die Wahl Vivente Rege einsetzte. Sie heiratete nach seinem Tod seinen Halbbruder Johann II. Kasimir.